Heute bin ich in Dresden-Elbland unterwegs. Zum Anfang der Sendung schwinge ich mich auf Stand-Up-Paddle und schwimme in der Hafen-City, sogar bis zur Elbe. Danach stärke ich mich im Restaurant des Ark Hotels. Vom Chef bekomme ich dann noch eine Führung durch das neue Gebäude. Im Heimatmuseum in Radeburg schaue ich mir die Geschichte der Stadt genauer an. Hier dreht sich viel um Heinrich Zille. Und zum Abschluss der Sendung geht's noch um Wein. Ich stoße mit der sächsischen Weinkönigin an und schaue mir Hoflößnitz an. Und damit nochmal herzlich willkommen zur Sachsen-Fernsehen-Sommertour. Am besten lassen sich die Landschaften hier natürlich aktiv erleben in Dresden-Elbland. Also entweder schön mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß oder mit dem Stand-Up-Paddle auf der Elbe. Und das Ganze möchte ich mir hier mal in der Hafen-City anschauen. Ich bin ziemlich gespannt, was das wird. Mal gucken, wie nass wir uns gleich wiedersehen. Perfekt. Vielen Dank. Ich bin gespannt. Also ich muss sagen, es hat mega viel Spaß gemacht. Gerald, Chef vom Windsurfen Dresden hier, wie habe ich mich geschlagen? Ja, Ben, du warst einzigartig. Also du warst sowas von spitze. Nein, Spaß beiseite, du hast dich gut angestellt, war alles gut. Immerhin haben wir ja heute ein kleines Experiment gemacht, ne, mit der Elektrofinne, die wir das erste Mal mit getestet haben. Und es war einfach super, ne? Genau. Du bist schon vorangekommen und hast auch ein bisschen gesehen, was wir hier machen. Insofern hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Ne? Wer kann denn hier eigentlich alles loslegen? Also kann man ja einfach vorbeikommen, wenn man sagt, man hat Lust drauf, mal Stand-Up-Paddling auszuprobieren? Oder wie läuft das? Eigentlich schon, ja. Wir haben das jetzt so konzipiert, dass wir hier sogar Grundkurse machen können. Also auch für Leute, die überhaupt keine Vorkenntnisse haben. Ja. Und gleichzeitig richtet sich das Angebot hier auch an Leute, die schon ja, auf dem See sicher paddeln können und dann sagen, gut, wir wollen ein bisschen was Neues ausprobieren, vielleicht mal eine neue Umgebung erkunden. Und gerade für die Dresdner ist natürlich die Elbe, ne, das Ziel schlechthin. Und deswegen machen wir das natürlich dann auch speziell für diese Gruppen und haben da eben jetzt auch das Angebot, dass wir versuchen, jetzt hier von der Station aus ein Stück Elb aufwärts zu paddeln und dann entsprechend wieder zurück. Ne. Und das ist natürlich ein wunderschönes Ambiente. Auf jeden Fall. Und das ist also komplett für den Körper und für den Geist gleichzeitig was Schönes. Ich muss sagen, ich habe auch gerade eben ein bisschen gestaunt, als wir dann die Frauenkirche gesehen haben, ja, und dann die Altstadtkulisse. Das ist schon cool. Also du kannst dann auch wirklich hier mit dem Stand-Up-Paddle rausfahren auf die große Elbe, auf die große also, Elbe. Du kriegst natürlich eine richtige Einweisung da noch. Ne? Auch diese Sicherheitsvorrichtung und diese ganzen Dinge. Ne? Du hast ja gesehen, ich hatte jetzt bei dir eine Leash am Brett montiert, die du hinten festgemacht hattest. Ne? Und da gibt es halt noch so Dinge, die man dann also beachten muss. Und deswegen ist es natürlich besser und für uns dann natürlich auch schöner, wenn die Leute das hier machen und nie auf eigene Faust irgendwie losgehen. Ne? Weil es gibt ja doch ein paar Sachen zu beachten. Ne? Du hast ja gesehen, die Elbe ist hier erstmal nicht sehr stark von der Fließgeschwindigkeit. Aber wenn wir elbaufwärts paddeln, haben wir dann die Brücken. Ne? Da geht es schon darum, wo quer ich die Brücke am besten. Ne? Da gibt es ja auch Vorfahrtsregeln, die ich beachten muss. Ja, dann ist auch die Frage, wenn jetzt wirklich mal ein Dampfer kommt, was mache ich dann? Ja, weil große Panik hilft da nicht, da muss ich mir irgendwas überlegen. Ja. Ja, insofern ist es schon dann sinnvoll, wenn die Leute sozusagen dann mit uns diese Touren machen, geführte Touren machen, dann kümmern
kümmern wir uns um alles und da passiert eigentlich auch nichts und die Leute können das genießen einfach. Ne? Genau, mit professioneller Hilfe würde ich sagen, vielen Dank dir. Jo, war mir eine große Freude. Wir sehen uns. Ja, genau, ich komme auf jeden Fall mal wieder vorbei und wir gehen jetzt zur nächsten Station. Ich bin ein bisschen glücklich jetzt, aber können wir auch weitermachen hier. So, jetzt erstmal ausruhen und zwar im Ark Hotel, gar nicht weit weg vom Stand-Up Paddling. Und neben mir sitzt Florian Stümer, der Hoteldirektor hier vom Ark Hotel in der Hafen City in Dresden. Herr Stümer, was ist denn das Besondere hier an Ihrem Hotel? Ja, erstmal herzlich willkommen bei uns in der Elbuferei und im Ark Hotel Hafen City Dresden. Wir haben letztes Jahr im Mai 2021 eröffnet und das Ark Hotel Hafen City Dresden spricht für einen Landeplatz für Very Good Feelings, so sagen wir das. Und wir haben ein wunderschönes Restaurant, die Elbuferei, mit unserem Küchenchef Marcel Kube, welches super mediterran ausgerichtet ist. Und wir haben hier neben der Hafen City ein wirklich tolles Produkt geschaffen. Was denn das Besondere vielleicht auch an diesem Standort Hafen City? Ich meine, das wird in Dresden ausgebaut, überall sind Baustellen aktuell noch, aber das wird richtig schön hier. Absolut. Wir sind jetzt noch mitten darin, dass die Hafen City ausgebaut wird. Wir haben aber dann später, 2024, einen direkten Zugang zu der Hafen City, sodass auch die Anwohner und Eigentümer natürlich auch der schönen Wohnungen hier bei uns direkten Zugang haben zu unserer Terrasse und wo sie dann uns auch zum Mittagstisch oder halt auch zum Terrassengeschäft oder im à la carte auch besuchen kommen können. Was gibt es denn hier eigentlich zu essen im Restaurant alles? Ja, wir haben individuelle Küche, mediterrane Küche mit Marcel Kube und Team. Marcel Kube ist unser Küchenchef und hat auch schon mal in seiner beruflichen Weiterentwicklung hat er einen Stern gekocht. Und gibt schöne Sachen, wie zum Beispiel Steaks aus unserem 3-Age-Schrank oder halt auch sehr individuelle mediterrane Gerichte interpretiert. Das heißt aber auch als Tourist kann man auch hier schlafen im Hotel. Was das Schöne an dem Hotel vielleicht auch? Also ich meine, klar, die Lage ist natürlich super hier. Ja. Sind die Zimmer besonders eingerichtet oder wie sieht's aus? Absolut. Unser Innenarchitekt Professor Harald Schreiber ist praktisch von unserer Eigentümerin ein guter Freund. Und wir haben hier das Ark Hotel Hafen City Dresden eingerichtet, auch in Kombination mit Mediterran und Elbe etc., sodass wir auch verschiedenste Arten von Hölzern verwendet haben oder halt auch unsere Zimmer so eingerichtet haben, dass es auch zu der Region und auch zu dem Fluss Elbe passt. Okay, dann sage ich erstmal vielen Dank und wir lassen es uns jetzt noch mal ein bisschen schmecken. Super, ja, genau. Wir haben nämlich auch noch was zu essen bestellt hier. Also das heißt, wir probieren das Restaurant oder ich probiere das Restaurant auch mal aus. Vielen Dank. Ja, dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wir lassen es uns jetzt erstmal hier schmecken und danach geht's gut gestärkt weiter zur nächsten Station. Ja, wir befinden uns hier auf dem Zille-Radweg in Radeburg und der Weg hier ist natürlich am besten mit dem Fahrrad zu erleben, sportlich aktiv in Dresden-Elbland. Unter dem Motto steht daher auch unsere Sendung heute. Ja, und tatsächlich gut ausgestattet, muss man sagen. Man braucht auch keinen Guide, also man kann ja einfach wirklich losradeln und zum Beispiel einen kleinen Zwischenstopp beim Heimatmuseum einlegen.
Wir machen einen kurzen Abstecher hier im Heimatmuseum in Radeburg und wir, neben mir ist noch Robert Rösler. Hi erstmal, freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Was ist denn das Heimatmuseum hier, was ist das Besondere hieran? Also das Heimatmuseum Radeburg, das zeigt die Geschichte der ganzen Gegend und natürlich auch der Stadt Radeburg seit Beginn der Besiedlungszeit. Also man kann bis 3000 Jahre zurückgehen, bis zur Lausitzer Kultur und Bronzezeit, aber eben bis heute kann man die Besiedlungsgeschichte nachvollziehen. Also haben wir hier einen ganz großen Sammlungsschatz, den man hier anschauen kann und findet eigentlich zu den ganzen Zeiten auch so ein paar Objekte, die das Ganze illustrieren. Was haben wir hier zum Beispiel? Jetzt sind hier Waffen an der Wand. Ja, genau. Radeburg hatte eine der frühesten Schützengesellschaften hier in Sachsen. Die hat sich wohl 1226 gegründet. Wir können das heute nicht mehr genau nachvollziehen, weil die Akten dazu sind leider nicht mehr da. Und zu dieser Schützengesellschaft in Radeburg haben wir eine ganze Reihe an Sammlungsobjekten hier bei uns im Museum zu sehen. Natürlich auch großen Bestand an Feuerwaffen, die damals im Rahmen dieser Schützengesellschaft im Schützenwesen vor allem fürs Pfingstschießen genutzt worden sind. Das Praktische ist ja wirklich, es liegt ja quasi direkt auf dem Radweg, hier auf dem Zille-Radweg. Das heißt, man kann mit dem Fahrrad vorbeikommen und kann dann mal einen kleinen Abstecher machen, oder? Ja, das würde ich sehr empfehlen. Würden wir uns natürlich auch freuen. Es gibt auch hier bei uns gleich hinter dem Haus Fahrradabstellplätze, die sind sogar überdacht. Also falls es mal ein bisschen nieselt wie heute, da bleibt das Rad auch schön trocken. Perfekt, jetzt sind wir ja auf der Heinrich-Zille-Straße, der Heinrich-Zille-Radweg. Und natürlich geht es hier im Museum auch um Heinrich-Zille und vielleicht gucken wir uns das nochmal ein bisschen genauer an. Genau. Hier sehen wir jetzt auch eine Lithografie von Heinrich Zille und in diesem Raum dreht es sich ausschließlich um ihn. Also das ist quasi der Raum, der ihm gewidmet ist. Vielleicht trotzdem mal ganz kurz so, wer war das eigentlich, Heinrich Zille? Heinrich Zille war ein ganz berühmter Maler, Grafiker und Zeichner, vor allem des Berliner Alltagslebens, so um die Jahrhundertwende 1900, 1910er, 20er Jahre. Und der ist tatsächlich hier in Radeburg geboren. Am 10. Januar 1858 kam er hier am Marktplatz in einem Hinterhaus zur Welt. Und die Familie zog dann mit ihm zunächst nach Dresden und dann später, als er 9 Jahre alt war, nach Berlin. Heute ist Heinrich Zille berühmt dafür, dass er ein ganz bestimmtes Milieu, also sein Milieu, sagt man auch, gezeichnet hat. Also vor allem die Menschen, denen es schlecht ging, die arbeitslos waren, die Schwierigkeiten hatten, über die Runden zu kommen. Und hat das ganz oft eben auch mit berlinerischen Sprüchen verbunden. Deswegen sagt man heute auch oft, Heinrich Zille, das muss ja ein Berliner gewesen sein, so wie er Berlinert hat. Aber tatsächlich ist er mit einem sächsischen Dialekt in Berlin angekommen. Ich habe gehört, das ist tatsächlich auch das einzige Heinrich Zille Museum in Sachsen. Stimmt das? Und vielleicht auch, was kann man sich ja alles dann konkret anschauen? Gibt es da Originale? Bestimmt. Ja, genau. Wir haben eigentlich die größte Sammlung an Originalen hier in der dauerhaften Ausstellung. Auf jeden Fall in Sachsen. Ich würde sogar sagen, außerhalb Berlins auch deutschlandweit. In Berlin hat man natürlich auch noch große Sammlungen, vor allem eben auch im Zille-Museum in Berlin. Aber bei uns in Sachsen, also für alle, die den Heinrich-Zille-Radweg nutzen, ist das die Chance, hier auch mal Zille-Originale, seien es Lithografien, aber eben auch Grafiken und Zeichnungen zu sehen. Das heißt, man kann ja gut unterwegs sein, also auch im Heimatmuseum dann, sich über Zille informieren, auf dem Zille-Radweg ein bisschen radeln. Und wir machen jetzt nochmal eine Stelle, und zwar, ich freue mich schon ganz besonders drauf, es geht jetzt nämlich um Wein, und zwar mit Blick auf die Elbe. Bis gleich. Thank you.
Hier in Radebeul beginnt ein besonders schöner Teil des sächsischen Weinwanderwegs. Wir sind nicht weit weg von der Elbe und man sieht das hier an der Seite, die ganzen Weinreben mit den Trauben, den Perlen quasi. Und ich treffe jetzt die sächsische Weinkönigin. Hallo Nicole. Hallo, ich grüße dich. Herzlich willkommen in Radebeul. Vielen Dank. Ja, wir sind ja hier direkt auf dem sächsischen Weinwanderweg. Was ist das Besondere daran? Ja, sowohl der sächsische Weinwanderweg als auch die sächsische Weinstraße schlängelt sich ja malerisch von Pirna nach Diesbach-Soislitz. Ja, und was ist das Besondere? Klar, unsere Weinberge. Man kann herrliche Ausblicke genießen, überall einkehren, sächsischen Wein genießen und Köstlichkeiten dazu. Ja, und am Wegesrand gibt es die Audioguides. Die informieren über wichtige Dinge, wo man sich gerade befindet, welchen Blick man genießt, ja, und alles Weitere, was im Anbaugebiet so passiert. Das heißt, man kann mit dem Handy ganz einfach scannen, den Audioguide, und kann sich das dann anhören? Ganz oder? Genau, ganz genau. Ist ein kleiner QR-Code, den man mit dem Handy einfach scannt. Und dort sprechen wichtige Persönlichkeiten aus unserem Anbaugebiet diese Audioguides. Genau. Es gibt ja auch noch andere Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel auch gleich hier die Spitzhaustreppe. Was ist das für eine Treppe? Ganz genau. Also gleich hier unweit der Hoflößnitz befindet sich ja das Spitzhaus. Oberhalb des Goldenen Wagens, einer unserer Premiumlagen hier im Anbaugebiet. Ja, und die Spitzhaustreppe führt auf direkten Weg, wenn wir den Weg verfolgen, zur Hoflößnitz. Sieht schon sehr schön aus hier und das möchte ich mir mal genauer angucken. Vielen Dank erstmal Nicole an dich. Gern. Ja, und Hoflößnitz, das stellen wir Ihnen jetzt mal genauer vor. So, jetzt kommt die beste Zeit des Tages, und zwar im Hof Lößnitz. Und neben mir sitzt der Chef von Hof Lößnitz, Herr Hahn. Ja, Herr Hahn, was ist denn Hof Lößnitz eigentlich? Hof Lößnitz ist das Besondere, was Sie zum Beispiel im Glas haben und verkörpern. Es ist der Wein aus der Region. Hof Lößnitz ist die Region. Hof Lößnitz ist das Zentrum der sächsischen Wein- und Kulturlandschaft. Früher ein Rückzugsort der Wettiner, heute der Rückzugsort für Dresdner Besucher und Gäste entlang der sächsischen Weinstraße. Wie gesagt, im Zentrum der Sächsischen Weinstraße, im Tourismuszentrum Hof Lößnitz. Was kann man denn hier eigentlich erleben? Weinverkostungen bestimmt auch? Davon geht man normalerweise aus, dass man im Weingut eine Weinverkostung hat. Aber man kann nicht bloß Weinverkostungen haben. Man kann Führungen machen, Proben. Man kann feiern, tagen. Wir haben einen schönen Saal bei uns. Man kann übernachten. Wir haben ein Gästehaus unterhalb am Fuß des Weinberges. Man kann an unseren Festen auch die Weine und die Region genießen. Man kann einfach sich zurückziehen und wenn Sie auf die Kastanienterrasse schauen, einfach nur genießen. In dem Fall, so wie wir etwas genießen, ein wunderschönes Gläschen Rosé. Was trinkt man hier genau? Ich meine, wir sehen hier gerade auch die sächsische Weinkönigin und die sächsischen Weinprinzessinnen. Hatten wir auch gerade eben ja schon bei uns hier im Interview. Was trinkt man hier? Das ist eine Hommage an die sächsischen Weinhoheiten. Das sind der Wein der sächsischen Weinhoheiten. Und zwar trinken wir einen Schieler. Und ein Schieler ist ein Wein, der aus einer roten und weißen Traube gekeltert ist. In dem Falle Weiß Juanito, Rot Regent. Und daraus ist ein schöner, frischer, leichter, fruchtiger Sommerwein geworden. Genauso fruchtig und leicht und schön wie die Hoheiten. Ah ja, okay. Was ist das Besondere hier an diesem Ort, diesem Hof Lößnitz? Das ist ja an einer besonderen Stelle auch. Also die Hof Lößnitz ist ja über die Jahrhunderte schon etwas Besonderes, weil schon die Wettiner wussten diese Region als ihren Rückzugsort. Die Wettiner im 15., 16. Jahrhundert bauten diese Anlage schon zu ihrem Rückzugsort auf. Der Kurfürst Johann Georg baute das Lust- und Berghaus, was wir im Hintergrund von Ihnen haben. Und dieses Kleinod ist baugeschichtlich in dieselbe Riege mit einzuordnen, wie zum Beispiel das Schloss Dresden, Moritzburg und Pillnitz.
da es auch durch die Wettiner und die Kurfürsten als kleine Perle mitten in der Stadt Radebeul, in der Villengegend der Stadt Radebeul gebaut worden ist und kulturhistorisch eines der bedeutendsten Denkmäler von ganz Sachsen mit darstellt. Was denn eigentlich für Sie die Hoflößnitz hier? Man kann es mit wenigen Worten sagen, Hoflößnitz ist mein Leben. Hoflößnitz ist etwas, was ich seit 13 Jahren führen, leiten, lenken, formen und gestalten kann. Und was ich mit gutem Gewissen sagen kann, so eine Aufgabe bekommt man nicht zweimal im Leben. Und ich bin froh, so etwas bekommen zu haben. Und die Hoflößnitz heute, wir sind ja immerhin das einzigste zertifiziert arbeitende Weingut in den neuen Bundesländern, 1996 gegründet. Mit der Stiftung verkörpern wir im Prinzip auch die Tradition, ohne dabei Innovationen zu vergessen, weil das ist eins unserer Lebensmaxime, Innovation aus Tradition. Und mit dem biologisch zertifizierten Weingut und der Stiftung, die übrigens auch Kultur und Pädagogik in Weinberg macht und eine große Kammermusikreihe macht, ist es etwas, was mein Herzenswunsch ist, das zu gestalten und zu leben. Und dafür bin ich dankbar. Alles klar. Vielen Dank an Sie auf jeden Fall. Ja, und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir verabschieden uns. Das war unsere Sachsen-Fernsehen-Sommertour hier aus dem Dresden-Elbland.